Willkommen hier zu unserer F123 My Team Karriere, wie immer mit Audi. Und wir werden dieses Mal in Spanien von ganz, ganz hinten starten. Ich musste einmal alles austauschen. Gridstrafen, Full Level. Dennoch werden wir alles versuchen, um in den Punkten zu landen und vor allem auch natürlich das Maximum rauszuholen. Ich freue mich extrem darüber. Und falls es euch gefällt, abonniert doch unbedingt gern kostenlos. Jetzt gucken wir uns aber mal den Circuit Catalunya Barcelona an. Da haben wir ihn nun mit der neu veränderten vorletzten Kurve. Ich liebe dieses neue Layout. 4,6 Kilometer, 14 Kurven und 2 Deostonen machen eigentlich Spanien hier zu einer unfassbar geilen Strecke. Trotzdem ist es auch schwierig hier. Falls euch meine Videos gefallen, würde ich mich gerne über einen Däumchen oben da freuen. Und auch gerne über ein kostenloses Abo. Schaut auch unbedingt gerne auf iTunes-Gaming auf Instagram vorbei. Und auch gerne unbedingt auf TikTok auf Fitz-Tobi. Macht da die 13k voll. Links mal unten in der Bio in der ersten Kurve. Naja, ich mache mir jetzt auch hier nicht die besten Chancen aus, denn ja, gerade Spanien. Und ich muss jetzt auch nicht full pushen, weil wir sowieso vom 22. Platz aus starten werden. Es ist aktuell der 18. Platz, das ist eher semi-gut. Und da haben wir schon im ersten Sektor 4 Zehntel Rückstand auf Max Verstappen. Und das ist hier schon der 19. Platz. Also das 20, sogar 18, 17, da sind wir besser rausgekommen. 16, oh, da kommen wir wieder weit drüber. Und das ist fast der letzte Platz. Auffallend ist auf jeden Fall, dass die Strecke nicht jetzt so hundertprozentig meinem Audi hier liegt. Also wir rutschen noch ein bisschen herum. Es liegt vermutlich auch an den Temperaturen. Das Setup ist eigentlich okay. Jetzt hier in die nächste Linkskurve. Ich glaube, das ist Turn 10. Die ist auch sehr, sehr cool, aber unfassbar schwierig und tricky. Denn wenn man zu früh aufs Gas geht, rutscht einer das Heck weg. Das ist echt sehr, sehr schwierig. Und jetzt ab in die letzte Kurve. Nicht mehr rechts abbiegen. Also schon rechts, aber nicht mehr in diese Scheißschikane. Da habe ich alles noch einmal reingelegt in die Kurve und es reicht dann dennoch nur für P18. Das ist eher, naja. Das war das Qualifying. Aufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Perez, Leclerc, Sainz, Russell, Fernando Alonso, Norris, Ocon, Joe, Bottas, Oscar Piastri, Stroll, Magnussen, Albon, Gasly, Hülkenberg, Doohan, Sargent, De Vries, Tsunoda, De Vries. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. So Leute, und jetzt geht's ins Rennen hier. Circuit Catalunya Barcelona. Wir starten nur 5 Plätze hinter meinen Teamkollegen. Unser Start war gut, mir fällt dort auf. Oh mein Gott, ist das eng hier. Das ist unfassbar eng. Die starten uns ja und ich muss mich hier echt durchschlingeln durch dieses Fahrerfeld. Das ist echt knapp beieinander und da gehen wir rein, müssen aber früher bremsen, weil Albon hier auch noch im Weg ist. MoneyGram, Haas rechts, da sind wir vorbei und das ist P15. Das war eine okay erste Kurve, zweite Kurve und ein okayer Start, würde ich mal sagen. Geht besser, geht aber auch schlechter. So, da gehen wir, stecken wir noch einmal zurück. Albon besser ausgegangen und natürlich auch von der Kurve her viel, viel besser. Jetzt gehen wir aber hier rein. Und Albon, es kam nicht zur Berührung, Albon hat freiwillig hier Platz gemacht, wenn auch eher unfreiwillig. Und ja, das ist P14, unser Auto liegt doch im Rennen immer ein bisschen besser wie im Qualifying. Also im Qualifying ist es wirklich katastrophal, teilweise auf One Lap oder auf One Shot. Und im Rennen dann läuft es eigentlich. Das ist P14, jetzt geht es hier an Lance Stroll, der wieder mal unter den Erwartungen liegt. Wieder mal nicht mit Fernando Alonso hier, gleichziehen kann. Und falls ihr euch auch fragt, warum wir immer so weit vorne landen, also wir fahren wirklich auf Schwierigkeit 88, Traktionskontrolle Mittel und weil da auch manche immer sagen, nee, das ist unrealistisch und so. Ich kann ja auch nichts für. Ich meine, die Qualifying-Leistung zeigt ja, dass das Auto nicht auf dem Niveau ist, aber dann die Race-Pace ist halt wirklich teilweise so gut, dass wir dann das wieder kompensieren können. Jetzt hier ganz spät reinbremsen, aber das war eher semi. Die erste Kurve lässt halt solche Spätmanöver zu, weil sie weit offen ist. Aber normalerweise hätte es hier den Switchback, in der normalen Kurve hätte es den Switchback gegeben. Gucken wir uns nochmal den Start an, der meiner Meinung nach echt futuristisch aussieht. Die Cam sehr, sehr schön, schaut echt unfassbar gut aus. Und Lewis Hamilton und Max Verstappen aus der ersten Startreihe, eine interessante erste Runde auf jeden Fall. Oder erste Startreihe, also das sieht man auch nicht oft. Wir sind dann dieses Auto, was sich hier probiert, irgendwie einen Weg nach vorne
zu bahnen. Wir haben es nur noch nicht ganz geschafft. Also wären wir da an Albon auch noch irgendwie durch die Lücke durchgekommen, dann wären wir natürlich gleich 2-3 Plätze weiter nach vorne gekommen. Das wäre vermutlich einfacher gewesen, aber ja, hier wollte ich mich dann gegen Albon durchsetzen. Der hat aber so eine gute Linie, da musste ich sogar mit den rechten Vorderreifen ins Gras, weil es einfach übermütig war. Die Kurve hat dann mir gehört. Ja, da kam es nicht zur Berührung, ihr habt es gesehen. Trotzdem ist es halt sehr, sehr holprig. Also ein, zwei Punkte male ich mir schon aus. Auch hier Piastri im Vorbeigehen. Ich bin jetzt auch nicht irgendwie auf eine andere Strategie gegangen, denn ich wollte jetzt auch nicht irgendwie wieder auf Gelb und dann auf Rot zum Schluss, weil du verlierst im Endeffekt so viel gerade in der Anfangsphase. Und ja, da werden wir einfach top. Jetzt P12, aber Piastri klebt dran. Mein Glück ist halt, dass ich die letzte Kurve immer ordentlich schaffe. Das rettet mich so ein bisschen von der Konkurrenz. Jetzt hier im Windschatten, Guan Yu Zhou dran. Das reicht nicht ganz. Da können wir zwar mal sagen, hallo Su, ich bin hier, aber ja, das ist noch nicht genug. Das ist noch nicht genug. Trotzdem finde ich, unser Vormarsch ist gut und vor allem ist die Race Pace echt sehr strong. Also, ich meine, wir können jetzt nicht im Rennen fahren, gewinnen, das ist mir aber auch irgendwie klar, ein All-Links-Team. Aber wir können hier immerhin mal gegen einen Alfa Romeo kämpfen, der ein gutes Mittelfeldauto ist. Gegen einen McLaren. Gut, der Aston Martin ist jetzt eher so mehr Schein als Sein, weil Stroll hat echt um Welten schlechter ist als Fernando Alonso trotzdem. Guckt euch das mal an, wie wir hier aus der letzten Kurve rauskommen. Ich nehme hier wirklich den kompletten Schwung mit DRS on, ERS on. Und ich weiß auch nicht, warum links unten die Lap die ganze Zeit rot ist. Also ich glaube, das ist ein Bug. Ich habe ein Fotomodus drin, habe ein Screenshot, also ein Foto erstellt. Und dann auf einmal die Map rot. Ich habe keine Ahnung, warum die ganze Zeit rot ist. Das ist ein kleiner Bug von dem Game aktuell. Aber sollte, glaube ich, jeden Patch jetzt die nächsten, ich glaube, morgen, heute Morgen irgendwann, also so jetzt noch die Woche, glaube ich, kommt ein Patch. Freue ich mich schon übel drauf. Oh mein Gott, da heben wir fast ab. Und jetzt Runde Nummer 7. Wir sind an Valtteri Bottas dran. Der Finne, der hat es wieder gemacht. Ihr habt es gesehen, glaube ich. Er hat wieder nackt gebadet im Midsummer. Also das Bild sehr, sehr ist viral gegangen auf jeden Fall. Und da sind wir nah dran. Die letzte Kurve oder beziehungsweise die letzten zwei Kurven lassen da aber auch einiges zu. Also man kann so fett Schwung mit rausnehmen. Und dann kannst du wirklich so gut überholen. Also die Strecke ist jetzt wirklich um Welten besser geworden. Finde ich auf jeden Fall. Bottas wollte nochmal reinstechen. Geht nicht. Da haben wir die Tür zugeschlagen. Und das ist unser erster Punkt. Aber ich denke mal auch, dass es jetzt noch schwieriger wird. Norrie wäre unser Rivale. Aber den zu holen, das wäre echt schwer. Ein Albon, einen Ocon. Und ich glaube, dann ist es eh aus. Weil dann ist ein Riesenloch zu... Ich glaube, das ist Fernando Alonso da vorne. Also ich denke mal, die zwei, wenn es noch geht, wären drin. Und ja, vielleicht können wir das mit einem Undercut regeln. Deswegen gehen wir in Runde 10 in die Box rein. Finde ich, ist sowieso ein Toll. Oh mein Gott, da fahren wir fast in die Mauer. Ja, ist so, finde ich, ein tolles Ergebnis. Ich meine, wir haben 10 Runden lang mit dem roten Satz ausgehalten. Und das auf einer Reifen... Pressenden Strecke, muss ich fast sagen, hier in Spanien. Es geht aus der Box raus und viel, viel wichtiger ist es, schaffen wir in der Outlap genug Pace oder genug Zeit zu Norrie und zu Gasly zuzufahren. Also das wird jetzt sehr wichtig sein. Aus der letzten Kurve raus und davor uns sind, ja, Norris, das hat nicht gereicht. Das ist klar, denn er war nämlich auch in der Box drin, in der gleichen Runde wie ich. Und jetzt, ja, Ocon haben wir immerhin geholt, das ist wichtig. Aber es wäre mir natürlich noch wichtiger gewesen, Norrie zu holen. Vielleicht schaffen wir ihn aber auch on track zu holen. Es sind noch 10 Runden zu gehen mit den gelben Reifen. Sollte das eigentlich easy durchgehen. Nur ich glaube auch Norrie ist von der Pace her schneller. Viel, viel schneller wie sein Teamkollege. Die haben nochmal ein paar Überholmanöver hier gegen Lance Stroll. Haben wir ganz spät reingebremst. Und das lässt halt dann auch die erste Kurve zu. Solche Manöver. Ich finde es halt auch cool, dass man Stroll wirklich viel, viel schlechter gemacht hat als Alonso. Wir sind ganz nah an Lando Norris dran, aber leider nie im DS-Fenster. Es ist so verzwickt. Ich push wirklich schon seit fast 10 Runden hier. Push ich unnormal hart, dass ich hier an Norris drankomme.
aber es reicht halt einfach nicht. Wir kommen nicht dran. Es ist immer diese 30, 40, maximal 80.000stel, die uns da fehlen aufs DS. Es ist einfach verzwickt. Guckt euch das an, 18, 34, 35. Die Autos dürften von der Leistung her eher sehr, sehr gleich sein. Und ja, jetzt wären wir drin, aber da gibt es halt auch keinen DS-Messpunkt. Jetzt wieder draußen im 2000. Wieder 18, 9. Jetzt sind wir wieder draußen aus dem DS und hier wäre dann die Messlinie gewesen. Ach Mann, es ist einfach irre. Wirklich, hier wäre die Messlinie gewesen und da sind es dann 2/10. Ja, ich push halt auch so hart, die Reifen sind schon so am Ende. Wir müssen aber die letzten zwei Runden jetzt einfach durchziehen. Auf der Geraden wären wir auch eine Ecke schneller. Nur ohne DS-Hilfe und vor allem diese paar Zehntel, die uns da fehlen, dass wir halt auch ihn vielleicht mit einem Manöver überraschen könnten. Die fehlen halt immer. Jetzt wieder eine Tausendstel, es ist immer dieses genaue Sekundenfenster. 23. Runde, es sind immer noch diese Tausendstel. Wir kommen einfach nicht an Lando Norris dran. Es ist so verzwickt, Leute. 6,5 Sekunden zu Bottas, aber dann immer noch die 1,1 Sekunden zu Norris. Das ist kacke. Das ist echt wirklich scheiße. Jetzt habe ich dann auch aufgegeben, denn es reicht eh nicht. Es wird nicht reichen, hier vorbeizukommen. Lando Norris holt sich da ja ein. Ja, das Problem ist halt, wir haben einen Sponsor, bei dem ich gesagt habe, wir schaffen 3 Konstrukteursweltmeisterschaftspunkte in einem Rennen und die ja, werden wir nicht schaffen. Es sind nur 2 Punkte, die wir jetzt holen. Trotzdem muss ich sagen, vom letzten Platz aus gestartet, trotzdem, da nehme ich das 100 Meter Schild mit. Ich verstehe sowieso nicht, warum das so knapp neben der Strecke steht, also das ist echt dumm. Gut, 9. Platz, muss ich sagen, ich habe alles gegeben. Lando Norris hatte da wirklich heute das Bessere, die bessere Leistung. Trotzdem, was für ein Rennen, 9. Platz vom 22. aus gestartet und das sind 2 ganz, ganz wichtige Punkte, auch heute wieder mitgenommen. Das war's. Ein spektakulärer Sieg hier in Spanien. Das gibt ordentlich Selbstvertrauen für das nächste Rennen. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat liefern? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Hier kommen die Sieger von heute. Das Team von Red Bull hat in letzter Zeit hervorragende Arbeit geleistet. Man sieht deutlich, dass sie sich gesteigert haben und können deswegen auch stolz auf ihren heutigen Sieg sein. Ein sehr gewohntes Podium, muss ich sagen. Jack Doohan wurde vorletzter, eigentlich letzter, weil Yuki ausgeschieden ist. Also ja, dann doch wieder letzter. 65 Punkte und wir sind schon über 100 Punkte in der Weltmeisterschaft hinten. Konstrukteurs-WM, immer noch 4. Platz, das ist sehr strong und ich glaube, das wird auch ein enger Fight hier, weil das Mittelfeld doch knapp zusammen ist und jetzt auch dann Rennen kommen, die mir nicht persönlich auch nicht so gut liegen. Auch generell so Singapur und so weiter. Ich glaube, da werden wir auch eher das Nachsehen haben. 9. Platz ist, finde ich mal, echt gut. Auch Valtteri Bottas, 11. Platz und 10. nimmt auch einen Punkt mit. Straffrei haben wir geschafft. Protestplatzierung haben wir beide nicht. Und Endposition war halt dann dieser eine Platz. Weswegen wir hier trotzdem immer noch mit 3 Punkten stehen wir hier in viel nur noch, bis dann unsere Rivalität vorbei ist. Ich denke mal, die haben wir gewonnen, denn wir sind wirklich weit vorne und das sind da fast 5 Punkte. Wir haben leider einen Punkt zu wenig geholt, wir haben nur 2 von 3 Punkten geholt und das ist dann leider genau einer zu wenig. Fuck, das war echt knapp. Das nächste Mal geht es dann nach Kanada und ich kann euch jetzt schon versprechen, dieses Rennen wird krass werden. Morgen geht es nach Kanada, seid unbedingt dabei, es wird ein langes Rennen werden und sehr, sehr viele weirde Sachen werden passieren. Wir werden uns auch einen Helm, den neuen designen, weil mir aufgefallen ist, dass der unnormal fade ist. Viele, viele Punkte stehen hier auch an. Motor sollte noch okay sein und ja, jetzt gucken wir mal, wo passt man das Teil denn überhaupt an? Also da ganz hinten oder auf Anpassung. Fahrzeug,
Nein, Fahrzeug ist es nicht. Es ist die Rennbekleidung, genau. Hier mal im Schnelldurchlauf. Ich habe ein paar ausprobiert. Ich habe auch nur diese Battle Pass Helme. Und da haben wir auch ein bisschen geguckt, ja, was geht so, was ist so interessant. Es ist eher so ein bisschen fade geworden. Ich habe mir auch ein paar Helme durchgeguckt, vielleicht zum Kaufen. Aber sie sind auch unnormal teuer, muss man sagen. Dann nehmen wir auch wieder diesen Helm. Ich glaube, den hatten wir auch schon letztes Jahr in der Audi-Karriere. Vielleicht kaufen wir uns dann irgendwann auch einen neuen Helm oder ist auch irgendwann wieder einer drin, der mir mehr gefällt, weil die sind echt alle eher so semi-gut. Das sind halt auch alle immer die gleichen. Ich würde es cooler finden, das ist jetzt unser Helm fürs nächste Rennen. Ich freue mich extrem, dass ihr heute dabei wart und ich finde, ja, der hat was und fällt auf jeden Fall auf. Und ja, ich glaube, wir haben da auch alle wichtigen Farben drin, weiß, grau, schwarz und auch dieses orangeliche Rot, was natürlich auch den Audi ausmachen wird. Für heute war es mal, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wir werden auf jeden Fall morgen direkt weitergehen. Breaking Point kommt auch noch. Also, wir sind wirklich viel, 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 viel. Schaut gerne auf TikTok vorbei, auf it's_tobi. Macht gerne die 13k voll. Auch gerne auf Insta. Links mal alle unten in der Bio. Und für heute war es mal. Schaut später noch auf TikTok. Oh, natürlich. Zwei Sachen wieder fehlgeschlagen. Falls euch meine Videos gefallen, würde ich mich gerne über kostenloses Abo freuen, über ein Däumchen rum. Und bis morgen oder später auf TikTok oder hier wieder auf YouTube. Und bye.